Ich begrüße euch zu einem neuen Video hier bei Ubisoft TV und wir schauen uns heute mal an, wie nimmt man eigentlich so eine Festung bei Assassin's Creed Odyssey richtig ein. Und dazu sind wir im Morgengrauen unterwegs, also die Uhrzeit ist auch wichtig und wir schicken erstmal unseren Vogel Ikaros nach oben, denn der kann alle Gegner für uns markieren, die sind dann dauerhaft sichtbar. Außerdem haben wir noch Ziele bei jeder Festung, die sehen wir links eingeblendet. Zum Beispiel Befehlshaber ausschalten, Kriegsvorräte verbrennen, Schatz plündern. Wenn wir all diese Aufgaben erfüllen, gibt es extra Punkte, eine Menge Erfahrungspunkte noch dazu und natürlich auch schicke Gegenstände, die wir mitnehmen wollen. Aber was ist wichtig? Hier sehen wir zum Beispiel jetzt gerade einen Geheimgang. Es gibt also in jeder Festung auch einen Geheimgang, den man nutzen kann, um unentdeckt reinzukommen. Dann sehen wir auch hier Leute, die hervorgehoben sind und wir sehen das Leuchtfeuer, auch total wichtig beim Einnehmen einer solchen Festung, denn wenn das entzündet wird, kommt Verstärkung und dann wird es richtig ungemütlich. Was man dagegen machen kann, zeige ich euch gleich. So, dann sehen wir hier nochmal den Geheimgang und Ikaros hat auch hier die ganzen Schätze uns angezeigt und auch mit Leaderpunkten versehen. Hier zum Beispiel die Kriegsvorräte, die wir verbrennen müssen. Dann sehen wir hier jetzt noch eine schlafende Person. Das heißt, die Uhrzeit ist also auch wichtig. Ich erwähnte es eben bereits, dass wir im Morgengrauen angreifen. Da schlafen viele noch. Und es gibt auch gleich einen Wachwechsel. Das heißt, die Wachen, die halt eben über Nacht wach waren, legen sich gleich hin. Hier sehen wir ein Schwein. Es gibt also in jeder Festung auch ein Tier. Und das können wir auch befreien, indem wir zum Beispiel mit dem Bogen einfach auf das Holzgatter schießen. Und dann in diesem Fall das Schwein bricht halt aus und macht eine Menge Lärm, verletzt auch Leute und zieht natürlich Aufmerksamkeit auch auf sich. Das heißt, viele Wachen sind in eine Richtung unterwegs und wir können in der Zeit dann eben ja, das Ganze nutzen, diesen kleinen Tumult, um unerkannt in die Festung einzudringen. Sei es nun über den Geheimeingang oder über andere Möglichkeiten. Es gibt immer mehrere Wege vom Level-Design her in so eine Festung reinzukommen. Geduckte Haltung ist auf jeden Fall super wichtig. Und hier sehen wir auch, wir verschwinden in diesem hohen Gestrüpp. Unten wird auch angezeigt, so ein Auge, was durchgestrichen ist. Das sagt uns, okay, wir sind gerade unsichtbar und jetzt nicht mehr. Aber man ist halt generell in gedeckter Haltung sicherer unterwegs, man wird weniger gesehen und ja, auch nicht vergessen, dass man den Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Man muss das Spiel zwar neu starten dann einmal kurz, aber man kann den Schwierigkeitsgrad einstellen, dann wird es halt eben, wenn es einem zu schwer ist mit so einer Festung, halt eben auch ganz schnell mal ein bisschen einfacher. So, hier sehen wir jetzt eine Wache, die noch schläft, das heißt, die schalten wir im Schlaf aus. Und hier sehen wir auch so richtige Schlafkojen. Das heißt, es gibt also auch Schlafplätze für die Wachen. Und ich erwähnte es eben bereits, es gibt auch einen Wachwechsel. Das heißt, die Wachen, die jetzt zum Beispiel die ganze Nacht wach waren, die legen sich dann im Morgengrauen hin. Und das ist eigentlich ein idealer Zeitpunkt, um, ich sag jetzt mal, viele Wachen möglichst unentdeckt auszuschalten, wenn sie halt eben schlafen oder sich gerade hinlegen. Guck mal, der streckt sich schon hier. Und legt sich jetzt in seine Pofe quasi. Und da liegt er auch. Und jetzt können wir, wenn wir ein bisschen warten. So, Achtung, er zuckt nochmal so ein bisschen, kratzt sich nochmal. Und jetzt schläft er gleich ein, todmüde. Todmüde ist auch das beste Wort hier. Das richtige Wort, denn den haben wir natürlich auch ausgeschaltet jetzt hier. So. Gut, also das ist ein wichtiger Punkt, dass man halt eben Ausschau hält nach Schlafplätzen in den Festungen. Loot nicht vergessen und hier sehen wir auch noch, das waren Kriegsvorräte, die müssen wir später auch verbrennen. Und da kommt tatsächlich noch einer, um sich hier hinzulegen. Und den schalten wir jetzt auch noch aus. Zack! So, also das Thema Wachwechsel und die richtige Uhrzeit ist also ein wichtiger Punkt bei der Planung, wenn man so eine Festung einnehmen will. Natürlich auch hier, die Leichen müssen aus dem Weg geräumt werden, zumindest so ein bisschen aus dem Sichtfeld raus, denn da war eine offene Tür, wenn da einer vorbeigeht, der sieht natürlich, wenn da einer liegt, ganz klar. Und dann haben wir natürlich Alarm im Lager und das wollen wir vermeiden. So, noch ein bisschen looten zwischendurch und dann geht es auch schon weiter. Manchmal muss man einfach auch so ein bisschen rumhängen, ja, und abwarten, ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man vor allen Dingen hier dann im zweiten Schritt die hochgelegenen Wachen ausschalten will. Auch hier wieder looten, was das Zeug hält. Vor allen Dingen Pfeile, diese Pfeilstände immer mitnehmen. Da sind Rohstoffe, um Pfeile herzustellen. Und wir entledigen uns natürlich auch jetzt hier wieder der Leiche. Hurra.
So, und ganz nebenbei wollte ich noch erwähnen, ihr könnt natürlich auch Pfeile craften über das Einstellungsmenü, also von daher auch die Rohstoffe immer einsammeln, die hier immer dabei sind, also Olivenholz, Eisenbrocken und so weiter. So, hier sehen wir jetzt mal einen Kollegen, der ist gepanzert, darum kann ich den nicht mit einem Mal ausschalten. Man sieht hier auch rot angezeigt, das knapper ich ihm quasi ab, wenn ich ihn angreife an Lebensenergie. Das heißt, das war maximal so ein Viertel, ein Drittel vielleicht. Und von daher müsst ihr halt eben abwägen, wen ihr wie ausschaltet. Den lassen wir erstmal lieber ein bisschen schlafen. So, jetzt zum Leuchtfeuer. Da gehen wir mal eben hoch und zeigen, was kann man dagegen machen. Und zwar können wir, wenn wir unentdeckt bleiben, eine Falle legen. Das machen wir jetzt mal. So, die ist jetzt scharf. Und natürlich möchte gleich jemand dieses Leuchtfeuer entzünden, wenn wir denn auffallen. Und was dann passiert, gucken wir uns gleich dann in echt an. Der Spartan Kick, den wollte ich euch auch noch zeigen. Der steht gerade günstig, der Typ hier. Achtung, zack. Und so kann man dann eben auch ohne zu kämpfen ganz einfach die Leute ausschalten. Denn bei so einem Fall, bei so einer Falltiefe ist natürlich klar, das kann der gar nicht überleben. So, jetzt nochmal zu unserem gepanzerten Kollegen, den greifen wir mal von oben an. Wir haben relativ viele Wachen hier in der Gegend aufgeschaltet. Das heißt, wenn wir das jetzt schnell erledigen, dann fällt das nicht auf. Das hängt natürlich auch mit ab vom Schwierigkeitsgrad, muss man dazu sagen. Das heißt, wir spielen jetzt hier gerade auf einfach. Wenn wir höher gehen mit dem Schwierigkeitsgrad, dann ist natürlich auch der Alarmradius der Wachen viel, viel höher. Die hören viel mehr, viel besser. Aber nichtsdestotrotz waren wir jetzt relativ alleine hier unterwegs in diesem Bereich. Und jetzt schalten wir noch die letzten zwei Wachen hier aus. Den könnte ich jetzt natürlich auch einfach da runterschmeißen und mal gucken, was passiert. Aber, nee, komm, das lasse ich lieber, bevor ich jetzt hier auffalle. Wenn ich möchte, noch relativ unentdeckt bleiben bis zum Ende. So, hier haben wir jetzt kritischen Schaden, glaube ich, gemacht und haben den trotzdem mit einem Mal ausgeschaltet. So, jetzt sind wir schon ziemlich weit, was die Festung angeht. Zumindest was die Wachen angeht. Schleichen mal wieder rein jetzt hier und gucken uns mal an, was noch übrig ist. In diesem Bereich haben wir alles geklärt soweit an Wachen. Ne, da hinten sind noch zwei, aber die schalten wir auch noch aus. Okay, jetzt wollen wir mal ein bisschen auffälliger arbeiten. Wir haben jetzt hier die letzten fünf Gegner. Und noch ein bisschen was zu plündern natürlich, aber wir wollen ja nochmal das Thema Leuchtfeuer entfachen, angehen. Und da können wir jetzt ruhig mal so ein kleines bisschen auffallen hier bei den letzten Gegnern. Wir arbeiten so ein kleines bisschen mit Pfeil und Bogen. Den habe ich auch ein bisschen hochgezüchtet hier. Und ja, jetzt haben wir noch drei Typen übrig. Und da ist das Leuchtfeuer. So, ich möchte ja jetzt bewusst mal euch zeigen, was passiert mit dieser Falle, die wir hier gestellt haben eben. Jetzt aber mal gucken, ob irgendwer mal uns verraten will, Verstärkung rufen will. Da! Okay, da haben wir es gesehen. Ich gebe Alarm. Über dem ist auch nochmal dieses Symbol von dem Leuchtfeuer. Das heißt, das zeigt uns nochmal an. Okay, da geht einer jetzt dahin. Achtung! Und jetzt gucken wir mal, wie unsere Falle wirkt. Ja, also das war ein Schuss in den Ofen. Der Typ ist ausgeschaltet. Das Ding ist explodiert. Kein Leuchtfeuer und somit auch keine Verstärkung. Und fast fertig. Jetzt looten wir noch schnell. Und zwar hier den Staatsschatz. Und ihr könnt sehen, alle Ziele erfüllt in der Festung. Und das gibt auch extra Punkte jetzt nochmal für uns. Ort abgeschlossen. Und 9300 Erfahrungspunkte gab es hierfür. Also auch eine schöne Geschichte, um mal aufzusteigen und um neue Informationen, Waffen zu bekommen und auch Geld. Also die Festung, eine sehr schöne Sache, sehr abwechslungsreich. Und so geht man Festungen richtig an. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bye bye. Viel Spaß mit Assassin's Creed Odyssey, Leute.